800.000 Jugendliche treffen sich jährlich, um sich in 19 verschiedenen Sportarten zu messen. Die Rede ist von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Doch mit dem weltweit größten Schulwettbewerb kann es bald vorbei sein. Denn der Bund kürzt in diesem Jahr die Zuschüsse um die Hälfte, 2015 sogar ganz. Die Begründung: Jugend trainiert sehr Breitensport und der ist Ländersache. Klaus Böger, Präsident des Landessportbundes Berlin, sieht das ganz anders. Das ist ein hervorragendes Instrument, um das uns andere Länder beneiden. Das ist eine Verbindung von klassischem Schulwettbewerb bis hin eben zum Leistungssport, bis zum Kaderleistungssport. Ein außerordentlich bedeutsames und wichtiges Instrument. Fairness, Teamgeist und Einsatzfreude, für all das steht Jugend trainiert seit 1969. Da wurde der Wettbewerb als Initiative der Zeitschrift Stern ins Leben gerufen, das Ziel, Nachwuchsathleten zu finden, die Deutschland bei Olympia vertreten können. Eine, die diesen Schritt geschafft hat und später sogar Silber bei Olympia gewann, ist Britta Oppelt. Für sie steht fest, dieser Wettbewerb darf nicht sterben. Weil es ist einfach eine tolle Veranstaltung für junge Leute, um sie für den Sport zu begeistern, um ihnen Werte zu vermitteln. Aus der Talentschmiede Jugend trainiert wuchsen zahlreiche Spitzensportler wie Franziska van Almsick, Boris Becker oder Britta Steffen. Immer noch aktiv ist Jerome Boateng, der nicht vor allzu langer Zeit auch bei Jugend trainiert für Olympia teilnahm. Ich denke, es ist eine tolle Sache für jeden einzelnen Schüler, gegen andere Schulen anzutreten, weil es ein besonderes Turnier ist und alle Jugendlichen und Schüler da einfach tolle Erfahrungen für die Zukunft mitnehmen können. Vom Breitensport zum Spitzensport, das ist das Ziel. Nicht nur für die Sportler selbst, sondern auch für die Trainer und Manager der Sportvereine, denn sie sind auf leistungsstarken Nachwuchs angewiesen. Nicht jeder kann bei Jugend trainiert für Olympia teilnehmen. Dafür muss man sich qualifizieren, auch diesen Leistungsgedanken zu leben. Und von daher ist das eine ganz tolle und hervorragende Einrichtung. Zwei der drei Bundesfinals finden in Berlin statt. Mit der Hauptstadt könnte sich Deutschland auch für die Olympischen Spiele 2024 bewerben. Gleichzeitig sollen aber die Zuschüsse für Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics gekürzt werden. Das ist auch für Füchse-Spieler Paul Drucks ein Unding. Wir wollen ja hier für Olympia trainieren und wenn wir dann jetzt hier JTFO absagen und gleichzeitig aber uns für Olympia bewerben, das ist eine Kontroverse, die einfach auch nicht geht, finde ich. Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Das Bundesfinale in Berlin. Viele Gründe sprechen dafür, denn Fairness, Teamgeist und Einsatzfreude dürfen nicht sterben, ehe sie erlernt werden.